Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der Aufstieg Grave Instanz. In der vergangenen Folge haben wir einen wunderbaren Raum eingerichtet. Genau, unseren Speisesaal. Es gab auch ein klein wenig Kritik, was jetzt so diese Ecke hier betrifft. Weil ich da ja eigentlich auch hätte wunderbar ein kleines Bäumchen hinstellen können. Ja, hätte ich machen können. Ich meine, meine allererste Intention war da sowieso irgendeine Pflanze zu setzen, hat man da richtig gemerkt, als ich hier an das Einrichten ging. Ja, aber dann hätte es unter Umständen vielleicht ein bisschen zu voll gewirkt, das weiß ich jetzt nicht genau, deswegen. Wir lassen es erstmal so, aber wenn sich mehr von euch einen Baum wünschen, dann können wir natürlich das Ding auch wegnehmen und einen Baum hinpflanzen. Das ist gar kein Problem. So, ist jetzt die Frage, womit machen wir heute weiter? Hier oben mit dem riesengroßen. Okay, vielleicht sollen wir erstmal eine Runde schlafen. Damit weitermachen. Das sollten wir hinkriegen. Nee, aber womit machen wir heute weiter? Ich würde sagen, wir ziehen die Felswand am Bergfried weiter runter. Ja, genau. Die schöne, gute Felswand. Das macht ja auch so wunderbar viel Spaß. Keine Angst, das wird nicht das Einzige sein, was wir diese Folge machen. Ich würde nämlich sagen, dass wir es heute so ein bisschen aufteilen. Dass wir den einen Teil der Folge so ein bisschen die Felswand basteln und den anderen Teil wieder was einrichten. Ich meine, gut, vielleicht schaffen wir auch sogar die Felswand so an sich. Na, vermutlich eher weniger. Tatsächlich würde ich das so machen, dass die Felswand dann bis auf diesen Block hier drauf geht. Also bis auf diese Höhe hier. Und den Rest lassen wir dann erstmal weg. Weil das dann wieder die Plattform wird von, ja, vom Rest, wo man dann wieder rumlatschen könnte, wenn man wollte. Okay. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt erstmal ganz viel Stein. So, was haben wir denn hier an Steine? Keine. Ja gut, das heißt ja dann nur eins. Einmal runter ins Lager. Und Ronja kommt natürlich mit, oder? Bist du meine Räubertochter? Na komm. Jetzt weiß ich auch, warum die Festung gerade ständig angegriffen wird. Die wollen Ronja wieder haben. Könnte daran liegen, ich weiß es nicht. Nö, aber ich glaube, bevor wir überhaupt irgendwas machen, werde ich erstmal das komische Gebilde hier abreißen, das stört. Ronja, wo bist du? Da bist du. So, einmal weg damit, bitte. Nom, nom, nom. Geht das zum Glück recht fix? Habe ich noch eine Schaufel dabei? Ne, die liegt oben. Oh, gut. Na, ich hatte mir gedacht, dass es vielleicht sinnvoller ist, wenn wir jetzt langsam bei der Felswand weitermachen. Weil wir dann ja auch den Keller soweit beginnen können. Also, das erste Kellergeschoss zumindest, das untere oder das zweite, das werden da zwei Geschosse, wird da dann die Trading Hall. Also wird es langsam mal Zeit, dass wir uns ein bisschen um den Keller kümmern. So, das Licht kommt da rein und das auch. Ton. Tun wir dann hier rein. Irgendwas hatte ich dann noch, was weg sollte. Außer die Erde. Ha. Ach genau, das Banner. Das brauchen wir da oben an der Festung ja jetzt nicht. Komm, geh mal weg. Dankeschön. Ich muss die Erde hier oben reintun. Genau da. Dankeschön. Ich brauche ganz viele Steine. Ich hoffe, dass ich wirklich genug habe. Okay. Na, ja, und das ist noch das, was an Diorit übrig geblieben ist. Okay, dann würde ich sagen, wir haben ein paar Steine. Wie viele brauchen wir denn? Ja, ich würde sagen. Ja. Das reicht erstmal. Liegt aber auch daran, dass wir es nicht anders mitnehmen können. Na komm, die
Die Schilder können wir nochmal reinpflanzen. Zack. Die kommt da unten hin. Die Werkbank brauchen wir sowieso. Das Zeug brauchen wir auch. Lagerfeuer würde ich tatsächlich auch erstmal dabei lassen. Oder ja, dabei behalten, weil wir die sowieso brauchen für die Beleuchtung später. Das sollte erstmal an Gestein reichen, oder? Ist die richtige Spitze? Jo. Nein! Aber da fällt mir gerade sowieso noch was anderes ein. Ich brauche noch einen freien Slot, damit wir Ronja wieder mitnehmen können. Wegen der Leine. Eigentlich könnte man das Feuerzeug hier lassen. So, Ronja. Dann komm mal wieder mit. Wir sind voll bepackt mit Stein. So soll das sein. Andere Leute hätten dafür jetzt einen Esel genommen oder ein Maultier. Nein. Ich noch nicht. Wobei das eigentlich auch eine Idee wäre, wenn wir da jetzt einfach mal mit Maultier ab und zu mal hoch und runter laufen würden. Ne? Ich meine, den Platz brauchen wir ja hin und wieder mal. Na, vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Dann einmal wieder ranflocken. Und dann kümmern wir uns jetzt einmal ein bisschen um die Felswand. Ich meine, wenn die steht, dann könnte man hier wunderbar noch einen richtig schönen, dicken, fetten Raum drunter setzen. Und klar, hier geht das ja sowieso lang mit dem Keller. Und hier in diese Richtung ja auch. Ich hatte mir noch ein bisschen was anderes überlegt, wie wir hier oben weiterverfahren. Weil genau hier ja eigentlich dann Freyas Baum hin sollte. Und ja, er kommt auf jeden Fall trotzdem noch dahin. Aber vielleicht könnte man dann hier vielleicht, ob hier ungefähr, so ein kleines Mäuerchen daran setzen. Nicht aus Mauerblöcken, sondern wirklich aus ganzen Blöcken. Aber eben nicht ganz so hoch wie die normale Festungsmauer, sondern einfach bloß so einen kleinen Bereich, beziehungsweise so eine kleine abtrennende Mauer, die dann bis zur Hauptmauer rangeht. Ja, mal gucken. Aber erstmal kümmern wir uns gleich um die Felswand, nachdem wir uns die Schallplatte reingeschmissen haben. Schallplatte! Ich brauche mehr Schallplatten, eindeutig. Könnte man doch notfalls auch nochmal heute. Ja, ich glaube, wir gehen heute auch nochmal auf Schallplattenjagd. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz lustig. Wird mal wieder Zeit. Okay, muss ich doch von hier unten machen. Na, ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Ja, vielleicht überall. Ja, ich will, glaube ich, erstmal überall einen Block weiter runterziehen. Und dann kann man hier und da vielleicht noch einen Block an die Seite klatschen. Müssen wir einfach mal gucken. Ich meine, wir müssen ja sowieso erstmal ein paar Höhenmeter machen. Na. Und dabei am besten nicht runterfallen. Das ist natürlich. Ach, das ist doch ätzend hier mit der Topografie. Mann, Mann, Mann. Wer hat ja eigentlich diesen bescheuerten Berg ausgesucht, um eine Festung drauf zu bauen, ne? Mann, 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 Mann. Da geht's weiter. Der muss ja geisteskrank gewesen sein. Na gut, das ist wahrscheinlich der gleiche, der. Ja gut, ich glaube. Ich glaube, wir wissen sowieso alle, von wem ich rede. Oh, Mann. Was war eigentlich so euer größtes Projekt bisher? Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was bei euch das Größte gewesen ist, was ihr bisher gebaut habt. Wenn ihr mögt. Vielleicht war es ja auch eine Festung oder eine Burg, oder vielleicht war das auch, keine Ahnung, eine ganze Stadt. Oder ein riesengroßes Höhlensystem oder ein Tierpark oder sowas. Gibt da so viele verschiedene Sachen, wo man auch wirklich richtig ausarten kann, was die Größe betrifft. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Was da bei euch jetzt so am größten geworden ist. Ja, ich glaube, mein größtes und detailliertes. Genau. Gebilde ist
Das kennt ihr tatsächlich gar nicht. Also die Festung ist schon sehr weit dran, ne? Aber sie ist noch nicht das Größte, was ich bisher gebaut habe. Beziehungsweise das Detaillierteste. Auf Dannys Server hatte ich vor ganz kurzer Zeit ein Schwimmbad endlich abgeschlossen. Das war jetzt aktuell mein größtes Gebäude, beziehungsweise auch das detaillierteste. So, da wollen wir ein bisschen hoch. Zack. Moment, ich wollte überall auf eine Höhe gehen erstmal. Ne? Ah, egal. So. Wie hoch müssen wir da jetzt noch? Naja, und so wie ihr es hier von hier aus ja schon kennt, ich hab da einfach sehr viel Laub verbaut in dem Ding. Ach komm. Nee. Ich wollte doch an das Schild noch einen Stein dran setzen. Das kann nicht so schwer sein. Dankeschön. Und dann. Ja, wobei, machen wir lieber so und so. Ich glaube, das ist so angenehmer. Zack. Gehen wir erstmal so weit mit der Felswand? Oder gehen wir gleich bis hier rüber? Ja, ich weiß es nicht. Letztendlich ist halt auch die Frage, bis wo will die Felswand überhaupt ziehen? Ob wir das Ding wirklich einmal komplett aus drum klatschen? Wäre vielleicht auch eine Idee, oder? Dann wirkt das ganze Ding natürlich noch höher. Ich meine, das ist ja auch das Herrenhaus und der Bergfried und so. Das ist ja das Hauptzeug von dem Ding. Und da kann man sich notfalls an die Felswand selbst dann eben auch noch die anderen Gebäude dran bauen. Die dann meinetwegen auch so zum Teil in die Felswand reingehen. Das müssen wir einfach mal gucken. Ich meine, viele Gebäude werden das sowieso nicht sein. Zum Teil werden die ja auch an der Außenmauer dran sitzen. Na, mal gucken. Gibt da genug Möglichkeiten. So. Ich muss gerade überlegen, wie viele Blöcke waren es jetzt noch gleich. Danny, falls du das Video hier sehen solltest, korrigier mich bitte. Ich glaube, das waren 56.000 aufgerundet, oder? Blöcke? 56? Naja, doch, ich glaube, das waren ungefähr 56.000. Nein, also 59.000, Quatsch nicht, 55.900 irgendwas waren das. Deswegen habe ich aufgerundet ungefähr. Na, ich glaube, da oben basteln wir jetzt noch ein Stück weiter. Da einen drauf. Genau da. Oh. Warum ist es so hoch? Hätte man sich auch keine schönere Höhe hier aussuchen können zum Bauen, oder? Ach, Mann. Ich glaube, jetzt ziehen die Felswand wirklich einmal komplett außen rum. Wie gesagt, die muss ja jetzt nicht überall bis runter gehen. Da wird es noch hier und da das ein oder andere Gebäude dran geben. Oder das ein oder andere Kämmerchen. Waffenkammer, Schatzkammer, wie auch immer. Wobei die Schatzkammer würde ich in den Keller mit integrieren von der Festung. Aber die Schatzkammer vielleicht nicht unbedingt. Hey, was habe ich gerade gesagt? Waffenkammer außen, Schatzkammer innen. So. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, das passt bisher alles soweit. Okay, dann setzen wir da nochmal einen drauf. Und meinetwegen noch einen daneben. Dankeschön. Ja, wie gesagt, das wären jetzt einmal die ganz groben Outlines da oben. Ups. Vielleicht könnte man da oben nochmal reinklatschen, genau da. Ja, kann man. Man kann es sein lassen. Ganz schön frech heute wieder, ne? Mann. So, ich würde euch sagen, wir schmeißen jetzt eine neue Schallplatte rein. Irgendwie ist es so ein bisschen ruhig hier gerade.
Tatsächlich ist mir wirklich ein bisschen zu ruhig. Also ich hätte auch nichts gegen so einen kleinen, feinen, putzigen Angriff. Wow. Ach verdammt, wir wollten doch eigentlich in der vergangenen Nacht mal eben auf Schallplatten suchen. Ah. Ach ja. Habe ich noch eine Kiste hier oben? Ne, die habe ich jetzt unten in die Chest gelegt. Ich trottel. Naja, gut. Ja, ich glaube, ich hätte sonst wirklich nochmal kurz eine kleine Kiste. 1, 2. Zack. Und. Da fällt mir gerade auf. Ich brauche auch mal wieder ein paar Pfeile. Wir haben nur 60. Naja. Irgendwann. Vielleicht. Bald. Mal sehen. So, dann können wir da erstmal die ganzen Steine reinlegen. Na komm. Die ganzen Steine reinlegen, habe ich gesagt. Dankeschön. Damit wir ein etwas freieres Inventar haben. Später für die die Schallplattenjagd. Okay. Jetzt war ich eben gerade oben, ne? Warum habe ich nicht gleich die Schallplatte gewechselt? Och nee. Jetzt geht das schon wieder los. Ja, ich mach mal einen Witz über die ganze Verpeiltheit, ne? Und dann. Naja, gut. Trifft das wirklich noch zu. Ja, wobei nicht ganz. Es war im Kommentar davon die Rede, dass ich runtergehe ins Lager wegen Stein und dass ich dann alles hole, nur kein Stein. Und ganz so schlimm war es letzten Glück noch nicht. Ich habe aber irgendwie die Befürchtung, dass sowas Ähnliches diese Folge noch passieren wird. Oh nö. Seht's mir bitte nach. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann kritisiert mich dafür. Könnt ihr auch gerne machen. Na komm, Daumen drauf. Vielleicht sollte ich mir irgendwo irgendwelche Klebezettel oder sowas hinkleben, damit ich jetzt nicht vergesse, was ich eigentlich machen will. Ach ja. Dann sollte ich vielleicht die andere Musik auch mal ausmachen. So. Apropos Klebezettel und nicht vergessen, was man machen wollte und so. Die ganze Buchgeschichte habe ich nicht vergessen, keine Angst. Jetzt im Laufe der kommenden Woche werde ich die erste Geschichte geben, die ich dann vorlese. Ich hatte auch überlegt, ob ich das dann vielleicht irgendwie mit Facecam machen sollte, aber aktuell würde ich jetzt zu Nein tendieren. Damit ihr meine, naja, meine Hackfresse nicht sehen müsst, wollte ich gerade sagen. Nee, auch allgemein habe ich mich jetzt um sowas noch nicht gekümmert, um Kamera oder sowas. Kommt vielleicht später nochmal irgendwann. Mann. Aber jetzt die erste Geschichte wird auf jeden Fall ohne vorgelesen. Ich habe keine Scheu davor, mich zu zeigen. Das ist, so ist es nicht. Aber ich bin mir allgemein noch nicht so ganz sicher, ob ich überhaupt was mit Fähigkeit machen möchte. Das ist immer ganz lustig bei diesen ganzen Fähigkeitsgeschichten. Das kann sowohl positiv als auch negativ für mich ausfallen. Gibt ja einige Leute, die lieber anderen Leuten zugucken, wenn sie die auch sehen können, also wirklich mit Facecam. Aber sowas kann bei einigen Leuten natürlich auch ziemlich abschrecken, vor allem wenn sie dann sehen, wie die Person in Wirklichkeit aussieht und nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Das kann dann teilweise schon ein bisschen, naja, abschreckend sein. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr da vielleicht in die Kommentare schreiben, wie ihr euch mich so vorstellt, also mein Erscheinungsbild und so. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. So, wie machen wir jetzt weiter? Wir gehen vielleicht ein bisschen weiter runter. Dauert ganz schön lange hier, die bloßen Outlines zu setzen, ne? Also die oberen Outlines, und da sind ja noch die oberen. Und da kann man das ganze Ding ja Stück für Stück weiter runterziehen. Aber oben fangen wir erstmal an.
Genau. Habt ihr eigentlich Ideen, was wir hier noch in die Festung einbringen könnten? Ich könnte ja gleich nochmal hochgehen in das Studienzimmer. Da haben wir ein paar Ideen drin stehen. Und wenn ihr da noch ein paar Ideen habt, dann immer her damit. Die werden natürlich gerne aufgenommen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Stadt, die wir dann später auch noch bauen wollten. Wenn ihr da Ideen habt, dann immer her damit. Da können wir nachher auch nochmal ins Buch reingucken. Ich muss halt überlegen, da waren wir sowieso schon Zeiten halt ziemlich lange nicht mehr dran an dem Buch. Ich glaube, da werden wir auch das eine oder andere Ding nochmal rausnehmen müssen. Weil wir schon abgehakt haben. Na komm. Aber erstmal ziehen wir die Outline zu Ende vielleicht. Na, ja, ich glaube, das schaffen wir noch. Und dann können wir auf Schallplattenjagd gehen. Na, wieder ein bisschen höher? Ja, doch, ein bisschen höher müssen wir da noch gehen. Oh ja, das müssen wir. Na, vielleicht noch ein. Zack. Und dann dauert da was dran. Wunderbar. Ja, tatsächlich weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt überhaupt hinkriegen mit den Outlines hier. Die brauchen ja scheinbar doch ein kleines bisschen länger als gedacht. Ach Mann. Ja, ach, lass mich doch in Ruhe. Wenn es schnell gehen muss, ne, dann verbaut man sie natürlich wieder. Und ja, wie ihr seht, ich muss wohl doch jetzt gleich los. Dauert ja noch einen kleinen Moment, bis wir da sind. Ja, okay. Eine kleine Baupause. Ah! Moment, ich war nicht vorbereitet auf sowas. Na, ich finde es zwar total toll, aber. Oh! Und die beschießen hier schon fleißig gegen mich an. Ja, stirbt! Ah, ist das toll! Na, wir hatten das. Du hast die. So, jetzt könnt ihr meinetwegen euch um euch selbst kümmern. Ich muss mich sowieso ein bisschen heilen. Darf ich mal eben? Danke. Gut. Aber ich hatte bloß hier drin. Na, ich möchte den selbst umhauen. Ich meine, ich muss eigentlich zu weit genug vom Dorf weg sein. Well, der schießt sich aber selbst. Ja. Mann, sind blöd. Ah! Stirb! Und du auch! Ey! Ich hab gesagt, du stirbst. Nicht ich. Ah, ist das schön. Oh Mann. Wunderbar, ich sehe auch wieder aus wie ein halbes Nadelkissen, aber egal. Natürlich hat es mich jetzt ein bisschen vom eigentlichen Vorhaben abgelenkt. Ich wollte doch eigentlich ein paar schöne Dinge holen. Genau, ein paar Schallplattendinge. Jetzt muss ich doch mal nach drüber stiefeln, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ach, Mann. Die kommen immer im falschen Augenblick, ne? War aber trotzdem schön, endlich mal wieder ein paar Besucher auf meiner Burg zu haben. Auch wenn die sich nicht benommen haben. Naja, dann müssen die halt gehen. So ist das. Und solange ich noch einen Kerker habe. Uppala. Ja, okay, das wäre nicht tödlich geendet. Also alles gut. So, monströse Monster, wo seid ihr denn? Okay, da laufen schon die ersten. Das Viech ist irgendwie ziemlich hässlich. Genau du. Geh weg. Ach, diese wunderbaren Pfeile, ne? Zombie. 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 Und noch ein Zombie. Ach komm, geh doch mal weg. Vielleicht sollte ich auch mal was essen bei der Gelegenheit. Ja, noch mehr. Aua, die Spinne frisst mich. Du bist hässlich. Du hast zu viele Augen und zu viele Beine. Der nächste Creeper. Und der nächste Zombie. Ja, ich will aber Skelette noch haben, damit die mir meine Creeper vielleicht ein bisschen aus dem Leben jieten können. Was ist denn hier los? Der nächste Zombie, ey, das.
So. Oh. Ja, das war jetzt irgendwie ziemlich verkackt. Mann. Das nächste unnötige Loch hier drin. Da ist eins, der ganze Strand ist hier perforiert. Eieiei. Da war auch nochmal ein Creeper, Mann. Ja. Komm mal her. Na komm. Hier bin ich. Da haben wir noch ein Skelett, das ist ganz gut. Und wieder ein Zombie, ich glaube, es hackt. Was soll das denn? Creeper, die ärgern mich alle, hilf mir. Das hier könnte ich vielleicht erstmal aufsammeln hier. Nee, also ich glaube, das wird heute nichts mehr mit den Schallplatten. Das sind hier einfach wieder zu viele. Zu viele Zombies und keine Ahnung was. Zu viele Socks. Nee. Das wird heute leider nicht. Schade. Guck dir das doch mal an. Das Skelett hat überlebt. Hey, eine Hexe. Aha. Ach, doch getroffen, wunderbar. Aha. Hihi. Und ich bin auch nochmal weg. Das nächste Skelett. Ja, ich finde es aber eigentlich nicht so geil, mich hier gerade mit irgendwelchen Skeletten rumbetteln zu müssen. Ich weiß ordentlich, ich will Schallplatten. Genau, ich will mich mit Schallplatten rumbetteln, so ist das. Na, ja, nochmal was essen. Ja, das hätten wir vielleicht auch nochmal machen sollen als Vorbereitung für die Nacht. Ein bisschen was zu futtern einpacken. Oder generell uns ein bisschen um Nahrungsmittel kümmern. Na, was haben wir da hinten? Das ist nur ein normaler Zombie. Ich will doch kein Zombie. Ich will Skelett. Ich habe gesagt, ich will kein Zombie. Dann spawnen die nächsten zwei, ey. Ich glaube, ich spinne. Also die Spinne jetzt gerade in meinem Rücken. Die meine ich damit. Ach, geh weg. So. Überall diese Löcher und Böden. Und die nächsten Zombies. Aua. Hey. Hört mal auf. Mann. Nochmal Zombies. Ja, die Skelette da hinten mit den leuchtenden Augen sind viel lustiger. Warum treffe ich dich eigentlich nicht? Und der nächste Zombie. Als ob ich hier irgendwie... Ach. Ich. Nee, hört auf! Da sind aber viel zu viele Zombies hier. Das hört ja gar nicht mehr auf. So, du wirst wieder schön aus dem Leben gejietet. Ah, wunderbar. Da gibt es wieder wunderbare Pfeile und einen Bogen. Ja, das Problem ist nur, dass ich jetzt den Pfeil auch gleich direkt verschieße und das gefällt mir tatsächlich eher weniger. Hallo, Skeletti. Ja, vielleicht erstmal was essen. Und dann Skeletti. Ja. Na. Habe ich eigentlich das Schwert dabei? Ja, ich könnte auch mal ein bisschen mit dem Schwert hier rumfuchteln. Spinne. Da kriegen wir auch ein bisschen mehr Loot. Denn ihr wisst ja, Loot tut gut. Aua. Ja, okay, von dir brauche ich ja nicht kein Loot. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das Zeug hier, das Gammel. Aktuell haben wir noch keinen Kleriker, wo wir dein Gammelfleisch jetzt mal verscherbeln können. Na,
Das wäre mal ein Zombie, ne? Nee, das sind Skelette. Das ist ja wieder ein Zombie. Hallo Skelette, ich habe einen Creeper für euch. Ach, ups. Du bist auch ein. Na gut, dann geht weg. Dann machen wir es so. Das konnte der Zombie nicht überleben, das Skelett. Hä? Schießt durch? Nee. Ich wollte gerade sagen, Durchschuss gibt es doch eigentlich nur auf der Armbrust, oder nicht? Naja. Der gibt mir euer Zeug her. Aua. Warum haut ihr mich? Ich habe euch doch gar nicht getan. Ich bin ein ganz lieber, schrecklicher Herr. Mann, ist ja blöd. Fällt er da erstmal in den Tod. Okay. Hatte ich wohl ein Beispiel an mir genommen. Das ist ja mir auch schon öfter mal passiert. Ach ja. So, Creeper-Mann, komm her. Ich will dein Gunpowder. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber ich brauch's irgendwann bestimmt nochmal. Na komm. So. Na komm. Die brauchen einfach so dermaßen lange, bis sie tot sind, ne? Und ich mach schon Krits. Mann, 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 Mann. So, du Creeper, darfst du auch mal aus dem Leben weichen? Genau du? Der fliegt ja überhaupt nicht weit weg. Hey. Verschwinde. Da war noch eine lebendige Fackel. Eine noch lebendige Fackel. Bleibst du mal hier? Hey. Hier bleiben. Du bist gemein. Ach. Okay. Wer nicht will, der hat schon eine volle Tasche. Hey, ich habe meine Krone wieder. Auch wenn die jetzt irgendwie nicht sonderlich schön aussieht. Okay, dann wieder zurück zur Festung. Irgendwie sieht die Flagge echt komisch aus. Ich glaube, dass die zu dick ist oder zu kurz. Eins von beiden. Also irgendwas gefällt mir an dem Ding wirklich nicht. Ich weiß, wie gesagt, bloß nicht was. Ja. Wirklich entweder länger ziehen oder einfach nicht ganz so dick machen. Oder wir lassen es erstmal so, wie es ist. Kann ja auch nicht schaden. So, dann gucken wir mal, dass wir wieder hochkommen. Hallo? Ach ja, hier kommt jetzt wieder die Schlucht erstmal. Ach, ich sollte hier wirklich vielleicht mal irgendwann ein bisschen terraformen, aber noch brauchen wir es ja nicht, weil wir die Stadt hier ja noch gar nicht bauen. Noch dazu kommt, bauen wir überhaupt noch eine Stadt? Das ist ja die Frage. Also, die Stadt hier auf der anderen Seite des Berges. Es gibt da so viel, was wir machen können, was wir machen müssen, auch. Sowohl hier, als auch in anderen wunderbaren Bereichen. Ich meine, wenn das nächste Update rauskommt, dann könnte man natürlich auch überlegen, ob man dann vielleicht ein bisschen auf Wanderschaft geht. Und dann einen Neuanfang quasi startet. Dass wir dann zwar das wichtigste Werkzeug mitnehmen, also ja, die Diamanthose. Und die Spitzhacken und so, aber so an sich dann wieder einen Neuanfang macht. Ja, mal gucken. Aber hier auf jeden Fall in der Welt bleibt, würde ich schon sagen. Okay, jetzt erstmal den ganzen Kladderadatsch raus, den wir nicht brauchen.
Naja, Langsamkeit. Dann kann der Rest also hier rein, ja? Das und das und das Zeug. Ja, das meinetwegen auch. Und das. Ach genau, ich habe das Zeug genau vergessen. Wunderbar. So, aber Schallplatte raus. Schallplatte rein. Schallplatte raus. Und rein da. Ja, und jetzt ziehen wir auf jeden Fall die Felswand, beziehungsweise die Outlines der Felswand da oben nochmal weiter. So. Ist jetzt zum Glück nicht viel. Die letzten paar Meter da noch. Ja, und wer weiß, vielleicht haben wir Glück und kriegen wieder einen kleinen Besuch hier oben. Ich warte. Na komm. Komm her, Besuch. No. Ich bin doch so einsam hier. Lass mich doch nicht allein. Na gut, genau genommen bin ich ja wirklich ziemlich einsam auf der Burg. Ich bin alleine hier. Ja. Ja, gut, ihr habt ja recht, ich bin nicht ganz allein. Ihr seid ja auch noch alle da, ja? Noch. Ja. Okay, weiter würde ich die Felswand jetzt gar nicht ziehen, weil nämlich dann sowieso jetzt die Plattform hinkommt, wo dann auch Freyas Baum drauf kommt. So, Erdu. Ich brauche Erdu. Da haben wir Erdu. Und die andere habe ich ja, intelligent wie ich war, ins Lager geschmissen. Oh Mann. Ja, das ist doch vielleicht okay, so mit der Felswand. Wir können natürlich dann zum Teil auch ein bisschen richtig an das Gebäude ranziehen, das ist ja gar kein Problem. Das machen wir dann, wenn wir uns um die. Ja. Um die Detaillierung der Felswand kümmern. So, wie weit ziehen wir denn den Baum überhaupt? Also das wird auf jeden Fall ein richtig schöner dicker Eiche, eine richtig schöne dicke Eiche, die wir hier setzen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann gesagt habe. Und wenn nicht, dann habe ich jetzt gesagt. Ja, ich glaube, wirklich weiter rausgehen würde ich hier tatsächlich nicht. Nee, das reicht. Und hier kommt dann die Mauer dran. Also hier genau da, wo ich jetzt gerade rumschwebe. Das ist, dass das jetzt die wunderbare Plattform ist für den Baum. Und Freyas Grabstein. Seufzt. Ronja, du bist bestimmt auch traurig, oder? Du, denke ich echt nur ans Fressen, ne? Ach, Mann. Ich brauche Erde. Komm. Vielleicht können. Oh, Entschuldigung, 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 ich hab's nicht gesehen. Lass mich gerade, das ist bestimmt wieder der normale Regen bloß, ne? Das letzte Gewitter ist ja schon etwas länger her. Ja, war nur normaler Regen. Okay, Freya, wir wollten. Freya, sag ich schon. Guck mal, jetzt nenne ich dich auch schon Freya. Oh. Sie fehlt. So, ich brauche Erde für die Plattform oben. Na komm, nimm das hier auch nochmal mit. Wir brauchen sowieso hin und wieder mal ein bisschen Erde da oben. Ja, und dann könnte man jetzt eigentlich auch so langsam mit anderen Dingen noch anfangen. Und wisst ihr was? Vielleicht lassen wir auch einfach wieder ein paar Dorfbewohner frei. Das wäre doch auch mal was.
Die freuen sich bestimmt auch, wenn sie da endlich mal den Breeder verlassen dürfen, wenn da überhaupt noch welche drin sind. Und nicht schon alle gedichtborn sind, das kann ja dann natürlich auch eigentlich nicht passieren. Naja. Gut, einen da und einen da. Okay, mal gucken, wo die sich jetzt verteilen. Die werden wahrscheinlich sowieso alle die ganzen Fässer und Komposter und sowas nehmen, die hier am Lager stehen und im Lager und überall und keine Ahnung. Man kennt sich ja nicht anders. So. Dann mal zu machen. Ja gut, vielleicht sollte ich auch einfach mit den Dingern ein bisschen weiter rausfahren, dann gibt sich das Problem auch nicht. So, da nochmal eine Schiene hin und da eine und dort. Ja, okay, nehmen wir den auch nochmal weg. Zack. So. Bis da gehen wir. Aber mal ganz abgesehen davon, wo sind die ganzen Dorfbewohner hin? Ja gut, du bist ja mein Hühnerhirte. Aber vernünftig um die Hühner kümmern tust du dich auch nicht, ne? Die verschwinden nämlich immer am laufenden Band. Ja. Wir haben kaum noch Hühner da. Das waren mal so viele. Okay. Hallo Hühner! Ich habe Futter. Eins für dich. Und eins für dich. Und eins für dich. Und für dich auch nochmal. Ach, wunderbar. Und du weißt nicht, was du willst. Genau. So, aber wo sind die anderen Dorfbewohner alle hin? Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der jetzt gerade der Einzige ist, der hier noch rumläuft. Kein Schmied mehr da. Haben wir hier im Cornelius von Speicher noch jemanden? Hier stand nämlich auch hin und wieder mal einer rum. Nö. Sind die alle weggelaufen oder was? Hier? Keiner da. Ja, im Lager ist keiner. Hier hinten könnten theoretisch noch irgendwelche Leute rumstiefeln. Ja gut, den können wir auch schon. Sind die mal weggelaufen? Was soll denn das? Da müssen wir aber ordentlich ein paar Leute befreien. Ich habe echt keine Ahnung, wo die jetzt alle hin sind. Ja. Gut, wir müssen jetzt sowieso schlafen, ne? Aber ja. Das denke ich mir auch gerade. Ich bin echt traurig. Das waren so viele Dorfbewohner hier oben und dann keine mehr. Naja, gut. Dann mögen sie es wohl nicht. Nee, tatsächlich ist es ja wirklich nicht Dorfbewohner geeignet. Leider Gottes. Ich habe auch im Chat keine Nachrichten gekriegt, dass irgendjemand gestorben wäre oder so. Wie viele seid ihr jetzt eigentlich? Ich weiß, Antwort ist sowieso ja. Okay, ihr kriegt jetzt gleich beide einen neuen Job und ein Bett und ihr könnt euch alles aussuchen, was ihr haben wollt. Na, nicht wieder zurückfahren. Aber schön, dass ihr mal so weit fahrt. Das ist echt toll. Ja, das war irgendwie nicht so geil. Die Schiene hätte ich ganz gerne da gelassen. Danke. So. Warum nimmt denn immer die Schiene mit? Also krank. Sucht euch Arbeit. Macht was Schönes. Ja, natürlich wirst du Fischer. Mann, das ist doch kein Fischerdorf hier. Was soll denn das? Mann. Man braucht einfach andere Blöcke, andere Arbeitsblöcke für Fischer. Fässer sind der größte Sch. Naja.
Blödsinn. Vielleicht aber auch mal zur Dekoration. Mensch, nicht als Arbeitsblock. Wer denkt sich denn sowas bitte aus? Und was ist mit euch schon wieder los? Die anderen beiden haben sich deutlich besser hingekriegt. Die sind bis zum Ende gekommen. Ja, nein, 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 um Gottes Willen. Verdammt, oh. Na. So. Bevor man noch zu weit fährt. Das geht nicht. Na komm, hoch da mit dir. Und runter mit euch. Immer weiter auf der Leiter. Halt. Oh, du bist jetzt unser neuer. Okay, wir haben zwei davon jetzt. Das ist gut. Ich würde aber sagen, wir lassen noch ein paar mehr Leute. Wir haben sowieso mehr als genug Betten. Die müssen sich bloß annehmen. So. Und noch zwei. Ach ja. Entschuldigung. Und noch ein. So, ich darf wieder schön weit fahren. Weit fahren, habe ich gesagt. Weiterfahren. Nein, nicht wieder zurück. Na komm, dann. Komm du mal raus zu dem Ding. Und du fährst ein Stück weiter. Du darfst hochfahren. Komm. Und noch höher. Da darfst du jetzt aufsteigen. Das ist deine Endstation. Zack. Dass die alle so geil auf die Fässer sind. Ach. Reite ich erstmal einen Dorfbewohner oder. Naja, komm, wir holen uns noch zwei. Wir haben es ja. Ja, wir haben wirklich noch ein paar. So, dann nochmal eine weitere. Und noch eine. Wir haben genug Betten, wir haben genug Dorfbewohner, wir haben alles. Alles, was ich jetzt begehrt. Nur leider keine Dorfbewohner, die auch wirklich da bleiben. Halt! Ey! Ey, 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 ey. Das wird jetzt richtig eklig, 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 eklig. Nein, 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 nein. Wie war das? Wir hatten sowieso bloß Ärger mit den Dorfbewohnern, wenn wir sie irgendwo rausgeholt haben oder irgendwo hinschiffen wollten, ne? Ja, das kommt mir gerade irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Bin ich ja doch krank. Aber ich würde sagen, danach reicht es dann auch erstmal. Genau, du darfst noch raus. Und dann war es das erstmal für heute. Mit den Dorfbewohnern. Jetzt wuselt hier wieder schön rum, das ist gut. So, einmal Lore entfernen. Und natürlich noch die Gleise und dann seid ihr alle frei. Das Ding weg. Das Ding weg. Und, nee, das nicht. Aber das. Und das. Zack. Um, um, um. Jetzt dürft ihr euch auch gleich wieder alle frei bewegen hier, dann braucht ihr keine Angst mehr haben, dass ihr euch den Zug überrollt. Oh, okay, einmal weg das Ding. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl im Dorf und wenn nicht, dann beschwert euch beim zuständigen Bürgermeister oder, ja. Genau. Ich kenne ihn tatsächlich nicht, also habe ich das wieder zugemacht oder. Och, ich sollte vielleicht mal die Lohne reinlegen. Gut, also wieder neues Zeug rein. Zack. Nochmal ein bisschen was futtern.
Und das Geduld dahinsetzen. Nom, nom, nom. Die Gleise. Ja, tun wir wieder ins Lager, da wo sie auch hingehören. Hey, ich soll dann auch am besten auch die Tür zumachen, wenn ihr schon rein und rausläuft, ne? Also. Ich bitte euch. Okay. Die Galeise kommt da rein. Haben wir noch genug? Na, noch nicht genau. Noch nicht genug. Ich würde noch ein bisschen Papier mit hochnehmen. Auch wenn das natürlich viel zu viel ist. So, Ronja. Geh wieder hoch. Ja. Ja, komm mit. Endlich wieder nach oben. Es wäre wirklich schön, wenn das Dorf hier unten so belebt bleiben würde und die Dorfbewohner hier weiter rumlaufen und nicht einfach verschwinden. Verschwindende Dorfbewohner. Ja, man fragt sich, wo die mal hin verschwinden, ne? Das gibt's doch nicht. Na komm. Zack. So eine richtig schöne, dicke, fette Eiche hier. Ah. Das wird auf jeden Fall auch noch Spaß, die zu bauen. Ich bin mir auch echt nicht sicher, wie lange ich dafür brauchen werde. Die wird ordentlich Zeit in Anspruch nehmen. Das steht auf jeden Fall fest. Ich nehme überhaupt mal weg. Ich mache hier so eine kleine Krümmung rein. Dann vor auf dieser Höhe dann schließlich ankommen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Was das ja hier nicht so gut ist, dass ich wieder keine Erde mehr dabei haben. Och Mann, jetzt habe ich. Ich habe nicht genug Erde mitgenommen. Freya. Ach, nicht Freya. Ronja. Ach, man merkt richtig, wie mir Freya fehlt, ne? Beziehungsweise, wenn ich mich zu viel mit Freya beschäftige, dann. Es ist halt einfach so. Sie fehlt. So, wir brauchen ein bisschen Fleisch für den Öfen. So, ein Steak da rein und da. Und dort. Und da nochmal eins. Gut, das soll natürlich die Felswand hier ein bisschen weiter andeuten. Bis hierhin. Und das war's dann. Vorerst. Mit der Felswand. So. Ja. Ich muss hier sowieso noch einen Block runter. Genau. Bounce, bounce, bounce. Und tatsächlich würde ich, glaube ich, jetzt sogar noch richtig weiter runtergehen. So. Ja, passt schon. Okay. Gehen wir jetzt die Nacht nochmal raus? Auf Monsterjagd? Naja, ich glaube, die Nacht skippen wird. Und richten uns jetzt vielleicht noch eine kleine Bibliothek ein. Deswegen nehme ich auch das ganze Papier. Leder haben wir hier genug. Gehen wir jetzt immer eine Runde schlafen und basteln uns dann hier in den Bergfried eine kleine Bibliothek rein. So, dann haben wir eigentlich von allem was dabei. Oder von vielen Dingen. Ich habe Papier, ich brauche Leder. Da ist kein Leder drin, ne? Nehmen wir das Leder hier. Oh, wir haben ja ein bisschen Leder schon dabei. Das ist ganz, ganz ansehnlich. Ich habe noch Steine in der Tasche. Die brauche ich natürlich nicht. Naja, ja, ich will eine Runde schlafen. Ab ins Bett. Wir kuscheln mit Leder. Mit Lack und Leder. So. Ah, guten Morgen. Na, ja, macht aber wieder auf das Ding. Und da könnte man bei der. Gl Hallo? Ich will doch nur raus. Dankeschön. Ja, der Moment, wenn man sich selbst im Bett einsperrt. Ach ja. Ich glaube, Türen und ich sind allgemein nicht so die Freunde. Ob das jetzt Falltüren sind, normale Türen oder Klauentore.
Ich hole erstmal die Steine hier unten wieder rein. Zack. Ja, und dann einmal hoch bitte. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja nochmal Besuch. Vorhin hat es auch geholfen, die Ansage. Okay, dann einmal die Schallplatte da wieder rein. Dann können wir ein bisschen Jazz hören. Moment, ist hier wirklich Jazz? Nee, ich habe gerade keine Ahnung. So. Blub. Tja, auf welche Höhe setzen wir uns jetzt die Bibli-Lili-Li-Othek? Weiß ich hier oben nicht hin. Das ist, steht da fest. Das ist hier oben das Schlafgemach, was ja auch nochmal gebaut werden möchte. Oder eingerichtet werden möchte. Aber die Bibliothek könnten wir eigentlich dann hier auf diese Höhe setzen. Also entweder auf diese Höhe hier oben oder auf die Höhe, wo wir die steinerne Trennwand drin haben. Also auf diese Höhe hier. Also generell dieser Bereich hier. Wäre vielleicht auch was. Na, ich glaube, wir setzen die Biblio wirklich hier hin. Oder ist das der Lagerraum? Boah, ich kann das immer so schlecht sagen. Ach, ja, nee, wir machen die Bibliothek hier oben hin. Genau hier. Also, mal Werkbank auspacken. Erstmal dahin. Und dann brauchen wir nachher auch noch ein paar ein paar Eichenfalltüren hier, um diesen um das Ding hier so ein bisschen abzustützen, dass man da nicht runterfällt. Das Geländer. Ja, schönen Blick hat man ja auch raus. Das ist doch wunderbar. Der braucht noch ein paar Lesepult hier oben, damit man hier auch lesen kann. Ne? Das kriegen wir schon hin. Irgendwie bestimmt. Aber erstmal werden ein paar Bücherregale gebaut. Ich möchte Bücherregale bauen, ohne Bücher dabei zu haben. Das ist doch perfekt. Na komm. So, ein paar Bücher und ein paar Regale. Das ist zum Glück überhaupt gar nicht teuer. Oh Mann. Na komm. Noch mehr Bücher und noch mehr Regale. Zack. Hätten wir schon mal 14. Wo setzen wir die jetzt hin? Ja, ich glaube, ich fände es ganz gut, wenn hier 3 stehen, 4 stehen und hier auf der anderen Seite vom Fenster auch. Da könnte man das vielleicht so machen. Und da könnte man sich hier vielleicht einen. Ja, ich weiß. Dann machen wir es vielleicht eher so und dann stellen wir da Bücher. Stände, Quatsch, ein Bücherstände, ein Lesepult hin. Mach den mal wieder weg, mit der Hacke. Lieber so. Und so. Und dann kommt da das Lesepult dazwischen. Das können wir jetzt eigentlich ja erstmal vielleicht auf jede Seite vielleicht machen, wo auch ein Fenster ist. 1, 2, 3, 4. Genau, fertig. Wir brauchen mehr Bücher. Und vor allem mehr Holz. Oh Mann, die Regale fressen so viel Holz. Das ist ja echt unnormal. So. Und so. Und zack. Okay, dann hätten wir noch ein paar mehr Bücherregale. Dann, doch, da wieder welche hin. 1, 2, 3, 4. Da eine hin und da eine hin. Natürlich können wir dann hier und da noch ein Bücherregal austauschen und dann zu einem Webstuhl machen, aber das kommt dann eben erst danach. So. Da nochmal. Na komm.
Männchen. Und hier natürlich nicht. Aber hier kann man dennoch das Ruhrregal hin. Wir haben die echt schon wieder alle aufgebraucht. Das ist doch. Oh, Hilfe! Wie schnell geht das denn bitte? Mann, Mann, Mann. Für meinen Geschmack tatsächlich ein bisschen zu schnell. So, das will ich jetzt aber so freilassen. Okay. Jetzt hätten wir bisher bloß die Nischen hier gesetzt und wir haben kein Holz mehr. Auf Tasche zumindest. Also wieder runter. Holz holen und Schallplatte wechseln. Dauert ja nicht. Nein, das. Ach, wo denkst du hin? Man läuft ja nicht irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, bis man unten angekommen ist. So, Schallplatte rein. Und eure Lieblingsschallplatte, bitteschön. Nom. 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 Und nom. Und ein bisschen Holzhaar. Nehmen wir das mit. Noch haben wir ein bisschen was. Ich glaube, es ist sogar schnell, wenn wir jetzt so hochgehen. Das ist jetzt sowieso das Stockwerk da drunter, oder? Habe ich das jetzt wieder falsch in Erinnerung? Ne, war doch das hier. Genau. So, dann ein bisschen mehr Holz, bitte. So. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder 19 Stück, die wir irgendwo verteilen könnten, wenn wir wollten. Ja, vielleicht so ein schräges Regal. Die Fackel nehmen wir erstmal weg. Ja, vielleicht könnten wir ja wirklich überall so ein bisschen schräg angucken, die Leute. Hier auch. Und hier auch. Ja. Ja, doch, doch, warum nicht? Ich da noch mal drauf. So. Und hier gehen wir da. Na, wobei 4 hoch, glaube ich, eher weniger. Oder? Na doch, warum nicht? Der kommt da nochmal einen drauf. Ja, warum nicht? Und da nochmal einen hin. Und wieder haben wir nichts mehr. Aber diesmal brauchen wir mehr Bücher. Oh, doch, da war noch was. Wir brauchen mehr Papier. Und mehr Bücher. Ach, was mache ich denn hier? Ich muss da doch rein. So. Okay, dann weiß ich aber auf jeden Fall, was für mich jetzt ansteht, offscreen. Ich muss auch ein bisschen Material farmen, wie es scheint. Holz haben wir genug, aber ich brauche Papier. Ganz dringend brauchen wir Papier. Und im Lagerhaus haben wir jetzt auch nicht mehr so. Wobei. Doch, haben wir. Was beschwere ich mich denn? Wir haben noch genug Holz und Papier im Lager. Aber nicht hier auf Tasche, ja. Ja, ich glaube, das würde ich. Doppeldreier, genau. Und dann gehen wir hier vielleicht wieder mit einem Vierer hoch und. Machen wir es so. Naja, lieber so. Jo. Okay, hier drunter kann man natürlich wunderbar Bücher hinstellen. Und da vielleicht nochmal zwei und hier nochmal zwei, weil ich dann jetzt sowieso nichts mehr habe. Eigentlich, wenn man hier schon so viele Bücher hat, braucht man natürlich auch einen Verzauberungsraum, ne? Aber der kommt in den Magierturm. Das dürft ihr nicht vergessen. Und der Magierturm, der kommt ja. Jetzt habe ich gerade selber erstmal einen Überblick. Okay. Kommt auf
Ja, den Berg kann man gar nicht sehen, ne? Doch, da. Auf diesen Berg kommt der Magierturm. Okay. Ich würde sagen, wir heute. Das reicht, glaube ich, erstmal für heute, ne? Wir haben so ein bisschen angefangen, hier das Zeug zu gestalten, beziehungsweise einzurichten. Und ich würde sagen, wir machen auch genau hier in der nächsten Folge weiter. Genau, kümmern wir uns weiter um die Einrichtung der Bibliothek. Ich werde sich, wie gesagt, offscreen nochmal ein bisschen Material anschaffen gehen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann seid ganz gespannt, wie die Bibliothek dann am Ende aussieht. Und ansonsten würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.